Die Jahre, bevor ich mich geoutet habe, da habe ich es schon verheimlicht. Ja, eigentlich ist queeres Leben gar nicht so weit weg. Halt einfach nur mal über die Straße gucken. Klar. Klar. Ja, ich bin Malte, ich bin heute hier zu Gast. Und ich bin die Josie. Ihr seid hier bei 100 Hektar Heimat. Wir spielen zusammen Ich hab noch nie, um herauszufinden, wie cool und offen das Leben auf dem Land ist. Dieses Video könnt ihr euch auch gerne runterladen und offline anschauen, wenn ihr beispielsweise mal wieder im Funkloch seid. Das habe ich auf jeden Fall schon. Nee, nicht so wirklich. Aber bei dir kann ich mir vorstellen, ja. Ja, doch. Also so, dass man dann doch eher so als weiblich oder als Frau bezeichnet wird oder irgendwie tuntig, was auch ein ganz schlimmes Wort ist, finde ich irgendwie. Doch, da habe ich schon einiges gehört. Aber an mich wurde sowas noch nicht direkt rangetragen, sondern eher so an andere Menschen, wo man das dann so gehört hat. Ja, hinterm Rücken halt, ne? Ja. Hm. Dass man die Leute nicht einfach sein lassen kann, wie sie sind, ne? Ja. Wenn euch dieses Thema weiter interessiert, dann schaut doch gerne mal bei Auf Klo vorbei. Dort hat eine Fahrerin von ihrem nicht ganz so einfachen Coming-out berichtet. Doch. Das habe ich schon gemacht. Doch, ich auch. Also ist bei mir jetzt gerade 14 Tage, 3 Wochen her. Da bin ich 2 Stunden mit dem Auto gefahren. Und wir haben uns quasi noch in der Mitte getroffen. Ja. Hat sich wenigstens gelohnt? Es ist nichts draus geworden, nee. Okay. Aber auch nicht schlimm geendet, sagen wir mal so. Also ich bin es auch schon, also sowohl als auch. Ja. Also es war schon positiv, als auch, dass es dann halt einfach eine Erfahrung, die man reicher ist. Und mehr ist es dann auch nicht. Doch. Das habe ich schon. Doch. Ja. Auch wenn sie hier in der Gegend nicht so verbreitet sind, aber ich bin ja schon ein bisschen in Deutschland unterwegs gewesen und da habe ich dann doch schon ein Schützenfest mal mitnehmen dürfen. Also bei uns zu Hause zum Beispiel in fast jedem Dorf Schützenverein. Schön. Ich bin zwar selber nicht aktiv da drin, aber quasi alle anderen und ich gehe dann doch schon mit. Zum Fest geht es dann. Zum Fest, genau. Nee, habe ich tatsächlich noch nicht. Ich auch nicht. Also ich fühle mich zu Hause auf dem Dorf sehr wohl. Ja. Kleinstadt habe ich ja auch schon gelebt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich danach sehnen würde, endlich vom Land wegzukommen. Nee, ich auch nicht, definitiv nicht. Man kennt tatsächlich viel mehr Leute so um sich herum und hat so sein Freiraum tatsächlich. Ich glaube, das schätze ich am meisten. Also ich mag es auf jeden Fall quasi meine Freunde, meine Gruppe so, dass man wirklich so eine richtige Gemeinschaft hat. Alle halten irgendwie zusammen, alle machen irgendwie immer was zusammen. Jeder kennt jeden. Das schätze ich doch sehr und auch diese Unterstützung gegenseitig, die man sich gibt, das liebe ich doch so an dem Landleben. Schließe ich mich dir voll an. Hey, klar, habe ich schon. Ja, ich auch, definitiv. Es hat bei mir mit Hundefutter angefangen, Trockenfutter. Nee, Hundefutter habe ich noch nicht, aber von den Kühen dann doch mal irgendwie so. Milchpulver schon? Ja, das auf jeden Fall. Das schmeckt ja auch wenigstens. Ja, also doch, auf jeden Fall schon mal probiert. Ja. Aber ich meine, Tierfutter ist ja zum Beispiel auch das trockene Brötchen, was du im Pferd gibst. Und das habe ich auch schon. Ja, oder mit meinen Kühen zum Beispiel den Apfel geteilt. Ja. Genau. Also Kühe Lieblingstier? Ja, definitiv. Ich bin Herdenmanager auf dem Betrieb. Wir haben dort 450 Milchkühe. Ich bin da quasi so für die Gesundheit und für die Kühe rundum zuständig. Und dann kümmere ich mich bei uns um die Fruchtbarkeit auf dem Betrieb. Also ich besame bei uns auch die Kühe. Bist du ein sogenannter Rucksackbulle? Ja, genau. Kann man so sagen. Rucksackbulle sind nämlich die Menschen, die durch einen meistens Kuhstall laufen. Ja, genau. Und die Kühe besamen, sie heißen Rucksackbulle, weil sie halt alles an Utensilien im Rucksack oder in der Tasche dabei haben. Genau. Und dann den Job vom Bullen übernehmen. Also so ganz offensichtlich nicht, aber ich glaube schon. Ja, doch. So. irgendwo wird es durchgekommen sein. Ja, auf jeden Fall. Was ist ein Klischee? Ich glaube, Stadtkinder unter den Tisch saufen. Ja. Ist nicht meine Stärke. Kann ich nicht mithalten. Ich glaube ich schon. Also ich will jetzt nicht beschreiben, dass ich viel ab kann, aber mehr als die Stadtkinder. Ja, das schon. Schon mal einen Leitpfosten von der Straße mitgenommen oder mal ein Baustellenschild oder mal Ortsschild mitgenommen. Ortsschild noch nicht, aber ein Baustellenschild habe ich schon mitgenommen. So die Klassiker, ne? So auf dem Rückweg. Und man muss das einmal gemacht haben, damit man sagen kann, man hat's gemacht. Ein Klischee wäre vielleicht noch, dass alle Landwirte Karo-Hemden tragen. Ah
ja, doch, das habe ich schon. Auf so dann Landwirtschaftspartys oder sowas. Ja, genau, da laufen wirklich fast alle Jungs in Karohemden rum. Da kann ich mich zum Beispiel nicht zuzählen, weil ich immer so denke, nee, da muss ich irgendwie ein bisschen rausstechen. Also ich habe tatsächlich auch Karo-Bluse. Es ist ja dann immer ganz lustig, weil das ist ja dann immer so eine Staffelung, je kleiner die Karos, desto mehr Hektar zu Hause. Mhm. Kannst dann quasi dir aussuchen bei der Party, mit wem du reden willst. Welche Klischees fallen euch noch ein, die ein Dorfkind ausmachen? Schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Nein. Ich auch nicht. Ist bei mir aber auch schwierig. Wir sind nur ungefähr 30 Einwohner. Oh, ja. Okay. Ist nicht so viel Auswahl. Nee, und ich habe auch noch keinen gedatet aus dem Dorf. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann jetzt und Glocke läuten lassen. Klar. Nö. Nee? Nee. Klar, immer wieder. Also ich habe tatsächlich mal auf dem Betrieb gearbeitet und da war in Schichten Kartoffeln roden angesagt. Das war ja im Herbst, das ist ja relativ kalt. Also man sieht ja, wie wir hier gerade da sitzen, eingepackt. Wir hatten halt Wartezeit und dann ist dem Kollegen eingefallen, ja eigentlich könntest du auch mal meine Fenster putzen. So im Minirock. Ich glaube, als Frau ist es auch einfach in der Landwirtschaft, in Männer dominiert. Passiert doch schon mal was, ne? Also der Ton macht ja auch die Musik, muss ich sagen. Und in vielen Momenten, ja, da muss man drüber stehen oder kriegen halt auch mal einen Spruch zurück oder so. Und in den meisten Fällen ist es ja auch alles okay. Ich finde immer in der Landwirtschaft, das ist so eine besondere Art, sich zu zeigen, dass man sich gern hat mit den Sprüchen, die da so kommen. Doch, habe ich schon. Ja, ich nicht. Also quasi so die Jahre, bevor ich mich geoutet habe, da habe ich es schon verheimlicht, sag ich mal so. Ja, aber irgendwann war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, so, jetzt muss es raus und das war auch gut. Also ich habe mich damals bei zwei guten Freundinnen von mir als erstes geoutet. Da waren so die Reaktionen so, ja okay, und das war's. Und da dachte ich so, eigentlich wollte ich noch irgendwie ein bisschen mehr drüber reden, aber das war so abgehakt und dann ging es auch schon weiter so im Kontext. Und ja, danach war dann die Familie dran und ich wollte es halt gerne irgendwie allen persönlich sagen. Hab mir dann quasi während der Ausbildung einen Tag Urlaub genommen, hab mich bei allen Leuten angemeldet aus der Familie und bin dann so alle so einmal so abgefahren und hab denen das dann erzählt. Ja, alle durchweg positive Resonanz bekommen. War dann auch echt so ein Riesenstein, der einem dann vom Herzen fällt, weil man doch irgendwie so ein großes Geheimnis mit sich trägt und dann, wenn das so wegfällt, ist doch schön. Erleichterung. Ja. Nicht mehr verstellen müssen. Ja, genau. Man kann einfach so sein, wie man ist. Ich freue mich da auch immer drüber, wenn ich die Geschichte erzählen kann und vielleicht dann auch anderen Menschen Mut machen kann, sich zu outen oder zu dem zu stehen, wie sie sind. Ja, ich habe mich dann doch schon echt verändert und mehr an Selbstvertrauen dadurch gewonnen, weil ich einfach so sein kann, wie ich bin. Und ich weiß, ich habe meine Leute hinter mir stehen, die halten zu mir. Und das ist schon ein schönes Gefühl. Also ich finde es super wichtig, wenn so dann die ganze Familie hinter einem steht und das überhaupt nicht in Frage stellt oder kritisiert oder so. Das ist, glaube ich, echt sehr, sehr viel wert. Genau, also ich war in einem Podcast zu Gast und habe da über mein Outing gesprochen. Okay. Und als er dann veröffentlicht wurde, haben mir dann halt wirklich super viele Leute, auch Leute, mit denen ich jahrelang nichts zu tun hatte, haben mir dann geschrieben, wie cool sie das finden und dass sie das irgendwie super mutig von mir finden, dass ich das so gemacht habe und dass ich die Geschichte da so erzählt habe, offen darüber geredet habe. Cool. Hattest du da irgendwelche Bedenken, bevor der veröffentlicht wird, was da passieren könnte? Hast du dir da Gedanken gemacht? Ja, das war bei mir auch so. Also ich war schon irgendwie ein bisschen aufgeregt, was so kommt und was so passiert. Aber ich habe so gedacht, einfach machen, einfach ausprobieren. Meine Freunde und so, die kannten meine Geschichte halt und irgendwie wollte ich halt auch anderen Menschen damit Mut machen. Und das hat dann überwogen, quasi vor der Angst. Also quasi nach dem Podcast hat eine Nachbarin von mir dann mir quasi geschrieben, ja, eigentlich ist queeres Leben gar nicht so weit weg. Und hat mir dann so geschrieben, muss man vielleicht einfach nur mal über die Straße gucken. Und ich hatte diese Nachricht gelesen und habe das erst gar nicht so verstanden und habe das Handy schon wieder weggepackt und habe dann nochmal so 2 Minuten drüber nachgedacht. Und dann dachte ich so, will sie mir jetzt irgendwas damit sagen? Vielleicht. Und dann nochmal nachgefragt und ja, genau, sie hat sich jetzt quasi auch geoutet. Und ja. Fand ich echt irgendwie schön und da dachte ich so, ja, es hat sich gelohnt, quasi so den Podcast zu machen. Lasst doch gerne mal ein Herz unten in der Kommentarspalte für Malte, der extra aus Niedersachsen angereist ist. Und Malte, vielen Dank für deinen Besuch. Gerne. Vielen Dank fürs Zuschauen und bleibt gesund.